Paulus ist der große Cousin. Scheiße, Noah. Ist ganz schön voll jetzt. Meinst du nicht, wir sollten das mal sortieren? Klar. Alle Männer nach links, alle Frauen nach rechts. Shabab Ashmal und Renat Halimi. Nein, nein, nein! Das ist nicht gut für die Gleichberechtigung. Alle mit rezessiven Phänotypen nach links und alle mit dominanten Phänotypen nach rechts. Hä? Alle mit hellen Haaren bitte nach links, alle mit dunklen Haaren bitte nach rechts. Der andere Schaf Aschar al Schmal, der andere Schaf Aswad al Ali. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein. Wie wäre es einfach mit alle mit Schuhe nach rechts, alle ohne nach links? In die Lapsin bin ich Leon, al Yamin, in die Mulapsin bin ich Leon. Warte, vielleicht kann sich der ein oder andere keine Schuhe leisten. Ich spüre schon wieder Ungerechtigkeiten. Alle, die trilingual und mehr sind, nach links und alle anderen nach rechts. Wie bitte? Soll alle heißen, alle, die mehr als drei Sprachen sprechen, nach links bitte. Der Rest bleibt einfach rechts. Ich spreche drei Sprachen vor, als Schmal. Ich spreche Sprachen, Sprache eine an Yamin. Diskriminierung über das Bildungsniveau. Dann halt. Alle mit erhöhten Aktin- und Myosin-Filamenten in den Muskeln nach links und alle anderen nach rechts. Alle, die gut Parkour können, nach links. Alle, die es nicht können, nach rechts. Wo soll ich jetzt hin? Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Alle, die gut tanzen können, nach rechts. Alle, die es nicht so gut können, nach links. Was ist dein Lieblingsessen? Wie bitte? Dein Lieblingsessen? Pizza. Kannst du das auch tanzen? Nein. Was kannst du tanzen? Döner. Juliette?
wechselt. Sind aber auch bescheuert. Die machen jetzt einfach alles, was ich will. Ich habe Lust, Russland zu erobern. Besten so im Winter. Da rechnet dann niemand mit. Du bist ein schlechter Mensch! Auf die Lehrung, du Wicke!
Ali, warum gehe ich gerade dir auf die Nerven? Ich spreche schlechtes Deutsch. Ihr beide seid mir gerade zu dumm. Ich mache jetzt erstmal Pause. Thank you.
Kannst du das rappen? Auf jeden Fall!
Lachen ist nicht das einzige Land, das neu gegründet worden ist, sondern auch Rojava gehört seit 2013 nicht mehr zu Syrien. Rojava hat auch die Schnauze voll von der syrischen Regierung und gründete ihr eigenes System. Die Verwaltung soll in multiethnische und religiöse Situation Nordsyrien widerspiegeln und besteht jeweils aus einem kurdischen, arabischen, christlichen, asurischen Minister pro Ressort. Insgesamt wird der Plan verfolgt, ein demokratisches System aufzubauen, im Sinne des selbstverwalteten demokratischen Konföderalismus. In dem Gesellschaftsvertrag von Rojava verpflichtet sich die Verwaltung der autonomen Gebiete zur Einhaltung der Menschenrechte. Insbesondere werden zur Abkürzung von der Regierung Syriens und dem IS folgende Punkte genannt: Religionsfreiheit, das Verbot der Todesstrafe, die Gleichberechtigung von Frauen. Es wird eine Frauenquote von 40% in der Verwaltung angestrebt. Gesetze Syriens gelten nur soweit sie den Grundsätzen des Gesellschaftsvertrags nicht widersprechen. Aber es ist schwer, denn Rojava ist völkerrechtlich leider nicht anerkannt, weder von den umliegenden Ländern noch vom Rest der Welt. Du kommst aus Rojava? Ja. Ganz schön scheiße, oder? Leider. Ja, weil eigentlich sehr gut, aber leider nicht anerkannt. Meinst du, wir schaffen das trotzdem? Ja, Rojava sind 6 Millionen und wir haben das geschafft. Und wir sind 25, wir schaffen das. Ja, mit 25 das ist das viel leichter, glaube ich. Ja, super, wir schaffen das. Ja! تعرف هذا؟ لقد عشت حديثا لحظة رائعة مع صديق جيد عمره 26 سنة وهو من سوريا. كنا نجلس على مقعد في حديقة حول بحيرة ألستر. كانت هذه المرة الأولى حيث كانت الشمس دافئة بشكل جيد للجلوس تحتها. كانت فعلا لحظة جميلة جدا. Kennst du das? Ich hatte neulich so einen wirklich perfekten Moment erwischt. Zusammen mit einem Freund. Er ist 26 Jahre alt und kommt aus Syrien. Wir saßen auf einer Parkbank an der Alster und es war das erste Mal, dass die Sonne warm genug war, um so da zu sitzen. Halt, ein wirklich perfekter Moment. Wo Anna Sa'alte hu? Hal Anta Sa'id? Ich fragte ihn, bist du glücklich? إذا تستطيع الآن في هذه اللحظة أن تغير شيء، ماذا سيكون هذا الشيء؟ Wenn du eine Sache in diesem Moment ändern könntest, was wäre es? Ich muss schnell Deutsch lernen und schnell eine Arbeit finden, damit ich meine Familie unterstützen kann. Danach muss ich eine Frau suchen und sie heiraten und schnell Kinder bekommen. Weil meine Eltern, Kinder, Enkel, Enkelkinder haben wollen. Das ist unsere Tradition. Wenn ich alles gemacht habe, dann kann ich hier in Ruhe sitzen. لازم اتعلم اللغة الألمانية بأسرع شكل ممكن وألاقي شغل وأشتغل وألاقي مرأة أتجوزها كمان بشكل بسرعة. سريع ولازم نجيب اولاد مشان اهلي يصير عندهم احفاد هذا الشيء عم بيستنوه مني واذا حققت كل هالشغلات بحسن ببرك معي سعاده Und du? Was würdest du ändern, wenn du kannst? وانتي لو بطلع شيء غلط غيري بايدك شو كنتي غيرتي هلا؟ أنا؟ إطلاقاً لا شيء. الجلوس هنا معك هذا حقاً لحظة رائعة جداً.
Ich? Nichts. Hier mit dir zu sitzen, das ist für mich ein absolut perfekter Moment.
Sie das auch, dieses Problem, dass Ihnen Ihr Kleingeld die Hosen quasi schon auszieht? Wir haben Abhilfe, denn... Wir brauchen eine Halle für dieses Parcours, was ihr hier auf der Bühne gesehen habt. Wir machen im Rahmen dieses Hallenprojekts auch solche Dinge wie das Stück hier ist Salon International. Wir haben dort in der Halle, die wir bauen wollen, die Halle Hamburg, später auch eine eigene Bühne, auf der wir das weiterführen möchten als offenes Ensemble. Und wie Batte gerade schon angedeutet hat, uns fehlt noch das nötige Kleingeld dafür. Wir haben gerade ein Crowdfunding, dort kann man uns unterstützen auf www.diehalle.hamburg. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, kann uns auch gerne noch fragen. Genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es noch ein Publikumsgespräch gibt oder nicht. Hat irgendjemand noch Fragen und möchte, oder sind alle Fragen innerhalb von ein, dreiviertel Stunden beantwortet worden? Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann vielen Dank und schönen Abend noch.